Moin Leute, herzlich willkommen zu einem Podcast heute auf YouTube. Was ist heute am spannendsten? Die Schule oder eine Person, die nicht im Multiplayer-Projekt auftaucht? Richtig, wir machen heute Fakt Nummer 1 und 2. Schule. Ich war ja gestern in der Förderschule. Eigentlich war alles okay, weil ich muss euch kurz was sagen. Das ist bestimmt nicht in vielen Schulen so oder nur in der Multimedia-Schule nicht so. Wir in der Förderschule dürfen nur wegen Handy und so. Meine Lehrerin hat mir heute gesagt, ach, du kannst dahin gehen, wenn du willst, aber das ist besser für dich. Ist auch so. Weil ich in Mathe nicht vorankomme, in Deutsch nicht, also ich muss nur meine Geschichte zu Ende schreiben. Und ich habe mir schon eine Geschichte überlegt. Der Weltuntergang. Ich kann euch mal einen Teil davon erzählen, der ist aber noch nicht richtig fertig. Ja, der Podcast geht heute mal 10 Minuten oder 20 Minuten, keine Ahnung, wie ich heute Lust habe. Aber eine Person taucht heute mal nicht auf. Und das ist Toni. Im Multiplayer-Projekt taucht er nicht auf. Ich verstehe nicht, warum. Und Leute, wenn euch ein Freund auch schon mal einen Stich gelassen hat, Minecraft zu spielen, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Weil ich... Achtung. Ich mach mal kurz einen Cut, ich muss mal kurz auf Toilette. Da, das ging schnell. So. Eine Überraschung ist natürlich in der vierten Sommerferienwoche. Ich weiß aber noch nicht wann. Da kommt vielleicht ein Podcast-Video in der Nacht online. Weil. Keine Ahnung. Weil ich Lust darauf habe, in der Nacht mal einen Podcast zu machen. Und ich schlafe bei jemandem. Oh, haltet euch fest, bei wem? Richtig. Schreibt's in die Kommentare. Mit wem ich schlafe. In der vierten Sommerferienwoche. Schreibt's gerne in die Kommentare. Ihr möchtet wissen von euch. Ihr müsst auch mal was in die Kommentare schreiben. Viele Freunde habe ich euch schon mal auf meinem Kanal vorgestellt, also daher braucht ihr es nicht mehr. Ich lade noch ein Minecraft-Video hoch. Dieses Minecraft-Video wird im Zusammenhang mit YouTube gemacht. Also, wenn ihr Leute Internet da draußen habt oder ihr wollt mal, dass ich bei euch schlafe oder so, wenn ihr müsst ihr eure Adresse schicken, aber nicht über Instagram oder so, privat oder so. Private Straßen, private Sachen sag ich nicht auf YouTube. Wenn ihr sagt, das soll ich nicht sagen, dann lasse ich's. Weil die Kommentare sagen auch schon viele, schreibt nicht. Die schreiben nicht. Das mit den Kommentaren ist alles nicht fake. So, erstens um Schule. Oder wie war mein Tag heute? Der Tag war heute eigentlich nicht schlecht. Ich wurde, glaube ich, wieder alleine gelassen in der Hofpause, aber ich verstehe nicht warum. In der ersten und in der zweiten Hofpause wurde ich ausgeschlossen. Kann man so sagen. Was man dazu sagen kann, ist aktuell nichts, sondern nur Sachen, die man nicht sagen darf. So, privat, alles Sachen. Erstens, unser Sportlehrer geht in 2 Wochen in Rente. Dann kriegen wir 2 neue Sportlehrer, aber das werde ich ja nicht mehr miterleben. Ich lebe da noch, aber ich gehe dann in die an der anderen Schule. Das weiß ich ja alles nicht mehr. Ab sofort Minecraft Talk jeden Tag hier auf meinem Kanal. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so haltet von Förderschulen. Sollen die jetzt schon abgeschafft werden oder später? Schreibt es in die Kommentare. Von mir aus kann die jetzt schon abgeschafft werden. Ja, mir auch. Von mir aus können die jetzt schon abgeschafft werden, aber ich bin da schon angemeldet. Das ist blöd. Da kann man nämlich in der Förderschule kann man nämlich für 3 Euro essen, ohne was zu bestellen.
Aber dann weißt du ja nicht, was du kriegst. Das wollte ich auch gerade sagen. Da weißt du ja nicht, was du kriegst. Nicht, dass du jetzt hier zum Beispiel Kürbissuppe am Halloween. Hey, Marco, du kriegst da irgendwas und bist dagegen allergisch. Also, ich bin gegen gar nichts allergisch, aber ich esse gegen ja, viele Sachen. Stell mal vor, du hättest jetzt was, du kriegst da was und bist gegen allergisch und gegen die Sachen. Kann auch sein, dass ich. Vielleicht bin ich gegen was allergisch. Ich bin zum Beispiel gegen Spargel allergisch, wenn ich das sehe. Oder wenn ich das esse, dann kriege ich Durchfall. Ich hasse Sahne. Sahne kann ich überhaupt nicht. Ich kann nicht jetzt auch keine Sahne, wenn ich Sahne esse, dann spucke ich das gleich wieder aus. Meine Mutter sagt, ach, ihr wisst doch gar nicht, was schmeckt. Ich weiß schon, was schmeckt. Sie isst ja alles. Meine Oma isst keinen Spinat, aber ich verstehe nicht, warum. Spinat ist doch lecker. Weiß ich. Keine Ahnung. Habe ich auch gefragt, was soll das? Keine Ahnung. Meine Oma kriegt, wenn ich da bin, Internet. Von mir. Echt? Ich stelle ab sofort einen eigenen Anbieter für meine Oma. Vielleicht... Kann die das denn alleine einstellen? Ich richte das ein. Ich kann das ja alles einstellen. Achso, ja, stimmt. Ich bin ja, also, wenn wir eine WG haben, viele Leute wissen das ja nicht, wie wir werden später in einer WG ziehen. Ich werde vielleicht später einen eigenen Anbieter rausbringen. Für Mobilfunk und Festnetz. Ich weiß noch nicht, wie der heißen soll, aber ich habe mir schon einen Namen. MindSmart. MindSmart. Also wie Minecraft, bloß smart dahinter. Also ich kann es euch kurz zeigen. Also das ist hier weg. Also hier kommt dann Smart. Also Smart. Also MindSmart. Also Minecraft ist dann weg. Was? Was machst du eigentlich gerade? Den Podcast. Für YouTube. Ach so, ja. Also hier ist Smart. Hier kommt der MindSmart. MindSmart wird später mein Anbieter heißen. Vielleicht auch mein Mobile oder Florian Mobile oder keine Ahnung, Florian Smart oder WG Smart oder irgendwas. Vielleicht ist das der beste Netzausbauer, vielleicht später. Ich weiß es aber nicht genau. Was wir natürlich sagen, ist nichts dazu. Ich weiß es nicht, ob ich es mache, aber es kann sein, weil ich jetzt so viel mit Internet wirtschafte. Also wenn ihr Hilfe braucht, ruft oder eine Telefonnummer an, die ich jetzt euch nicht verlinke, weil das alles privat ist. Wenn, könnt ihr mir gerne über E-Mail schreiben. So, was sie mir noch nicht, also was ich, wenn ich euch helfen soll... Schreibt eure Adresse privat in die E-Mail-Adresse rein und dann richte ich euch alles ein. Aber nur mit Erlaubnis meiner Mutter. Aber es wird sie mir nicht erlauben. Ist jetzt eigentlich auch egal. Wenn ihr Hilfe braucht oder irgendwas, fragt mich. Ich richte alles ein, ob was schwer oder leicht ist. Wenn man was nicht hinhaut, dann ist alles okay. Dann richte ich das ein. Ich will später nämlich Techniker werden. Deswegen will ich Informatik. Kannst du Informatik studieren? Will ich gerne, aber ich komme ja nicht aufs Gymnasium. Ich würde gerne studieren, aber geht ja leider nicht. Dann würde ich gerne mal Informatiklehrer werden. Geht nicht. Hey, kann man überhaupt, wenn man auf die Förderschule geht, denn nach der aufs Gym wechseln? Ja, wenn man gutes Zeugnis hat, glaube ich, ja. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Das kann auch sein. Also in Technik bin ich so ein Experte. In Schulen Sachen angeht, dann bin ich nicht so ein Experte. Also daher brauchst du mir nicht sowas fragen. Ich weiß es nicht. Muss unsere Lehrerin fragen. Ich darf jetzt nicht den Namen sagen wie meinen Zuschauern. Weil sonst schreiben sie noch an und so. Das ist Datenschutz. Mit unserer Lehrerin meint, ich weiß schon. Ja. Ja. Ich habe heute zu meiner Lehrerin gesagt,
Sie hat mich also zu ihrem Schreibtisch gebeten. Also hat sie gefragt, wie war es gestern und so, habe ich gesagt, gut, und wie habt ihr euch entschieden? Ich gehe in die Förderschule, weil wir haben schon alles angemeldet, habe ich dann zu meiner Lehrerin gesagt. Und hat sie gesagt, okay, setz dich wieder auf deinen Platz. Das ist so gut. Ich weiß jetzt nicht, ob sie es genau so gesagt hat. Ich weiß es nicht genau, aber das werden viele bestimmt gesagt haben, die das jetzt nicht mehr genau wissen. Und das war auch so. Weil heutzutage, wozu braucht man, warum isst man Essen, was man nicht isst? Das muss man eigentlich genau wissen, was man nicht isst. Ja, guck mal, die können dir ja auch irgendwas aufdrehen, was du gar nicht magst. Ist halt so. Wenn ich sowas mal nicht mag oder so, dann weiß ich das noch nicht. Dann muss ich erst fragen. Dann frage ich, was gibt's heute? Und dann sage ich das und das und dann gehe ich wieder. Da in der meine Klasse ist laut, eigentlich leise, aber laut. Am Anfang waren die laut und danach waren die irgendwie wieder leise. Ein paar Klassen sind laut. Weißt du, Nele geht in dieser Schule, das weißt du ja. Ja, die doofe Kuh. Ja, ich weiß. Die mag ich nicht, weil die ist so zickig geworden. Seit 10 Jahren ist sie zickig. Sie hat mal mit einem Jungen geschlafen, aber nicht mit mir. Das ist illegal, das ist Karma, kann man sagen, was Toni immer sagt. Illegal. Sie hat mal mit einem Jungen im Bett geschlafen. Hätte es bei mir gemacht, hätte ich sie gefragt, ob sie nicht mal ganz dicht ist. Oder hätte sie längst die Polizei gerufen wegen pornischer Gewalt. Wegen pornischer Gewalt. Das gibt sowas. Also Kinderpornografie. Das ist sowas. Ja. Dann brauche ich mir sowas nicht mehr anhören oder ansehen. Meine Serie geht weiter am Freitag. Lupin. Ach so. Auf Netflix war die. Ach, Netflix. Ich hab gedacht, Fernsehen. Heutzutage wird jeder auf ein. Also, wenn irgendjemand mal kein Hobby hat, außer zocken und Filme gucken, was macht man dann? Ohne Technik nichts. Wie können die Omas aushalten ohne WLAN? Das verstehe ich nicht. Wie können die das aushalten? Ich kann immer einen Tag ohne Internet ausstehen. Ein Tag ohne Internet ist bei mir gleich der Tod am nahesten. Also ich bin mit Internet, kann man so sagen, aufgewachsen. Wir haben den Router 2009 gekriegt. Den schwarzen Router. Wir haben den jetzt bis dieses Jahr genutzt. Und der hat nur Probleme gehabt. Weil man muss auch noch einen Router kaufen. Danach haben wir die Fritzbox, den roten Router genommen. Danach haben wir so einen weißen Speedpod Smart genommen. Und wie der aussieht, könnt ihr auf meinem Drittkanal versehen. Florian Amst vor Internet. Könnt ihr ab sofort sehen. Übrigens, als Information, ich habe jetzt einen Fünftkanal. Ein Fünftkanal, wo ich nur Elvin und die Chipmunks Videos hochladen werde. Weil, ihr wisst ja, ich bin ein größter Fan davon. Deswegen habe ich jetzt einen eigenen Kanal. Da heißt Elvin und die Chipmunks Deutsch. Ihr könnt ihn gern kostenlos ansehen. Ihr könnt ihn kostenlos in die Kommentare rein damit. Ich baller den Link gleich hier rein. In den Chat, kann man so sagen. Also, das ist so ein Link. Mein 5-Kanal könnt ihr gern folgen. Und wenn ich mal Lust habe, mal einen 6-Kanal für Netflix-Zuschauer, dass ich mal Filme in komplette Filme. Wenn ich mal einen 6-Kanal machen soll, also einen 6-Kanal, also ich bin der einzige YouTuber, der 6 Kanäle hat fast. Ich habe 5 Kanäle. Ich habe einmal meinen Hauptkanal mit Minecraft-Videos, 2 Kanal Reactions oder Vlogs, 3 Kanal mit Internet-Videos, 4 Kanal mit Roblox-Videos und 5 Kanal mit Elvin und die Chipmunks-Videos. Was wollt ihr mehr, dass ich jetzt einen ganzen Film herausfische?
Ja, ich kann's machen. Sechs Kanal. Ich mach den heute und guck mal heute den ganzen voller Länge Mr. B macht Ferien an. Und dann könnt ihr den kostenlos bei mir angucken. Kann ich machen. Meinst du von Netflix? Ich kann mal auch von mir aus Netflix reinziehen. Der jetzt kein Netflix hat, der kann sich meinen Kanal angucken, meinen Sechs-Kanal. Ich glaube, ich muss heute noch einen Filmekanal machen. Flo und Amts für Filme. Oder ich muss mal Mr. B macht Ferien einen Kanal machen. Clips. Ich glaube, ich muss langsam einen Sechs-Kanal machen. Wenn ihr Langeweile habt, dann sucht euch Netflix. Dann müsst ihr im Fernsehen könnt ihr ja nicht vieles sehen. Also könnt euch gerne meinen YouTube-Kanal Alvin und die Chipmunks Deutsch angucken. Den habe ich sogar selbst abonniert, könnt ihr irgendeine Kanälleiste angucken. Oder auf meinem Drittkanal führen uns vor Internet. Also, ich erkläre euch jetzt, wo die Kanäle nützlich sind. Also mein Hauptkanal für Minecraft und Talk-Videos und so. Vielleicht später auch Real-Life-Videos und Vlogs. Also der Kanal jetzt mal hier ist für Minecraft-Interessierte, die kein Minecraft wollen, die interessiert es auch nicht. Zweitkanal, die sich für Reactions und Vlogs interessieren. Drittkanal mit Internet-Videos, die sich für Internet interessieren, so wie ich jetzt. Und Viertkanal mit Roblox-Videos, die sich für Roblox interessieren. Und Fünftkanal, die sich mit Alvin und die Chipmunks-Fans informieren. Also ich mache heute ein neues Video und das war's. Alvin und die Chipmunks Deutsch heißt mein Kanal, also mein 5-Kanal kann man so sagen. Könnt ihr gerne Kanäleleiste gucken. Wer hat Lust, den zu abonnieren, schreibt es in die Kommentare. Ich pack den Link in die Videobeschreibung. YouTube ist, man kann das teilen. So Leute, das war's mit dem Minecraft Talk Podcast. Der Podcast auf YouTube, der ab sofort jeden Tag laufen sollte, wenn man nichts hin hat oder so. Leute, das war's mit dem Video. Also wenn euch der Podcast-Video gefallen hat, könnt ihr gerne kostenlos den Kanal abonnieren. Und ein Team von Flo und Amts TV werden. Ich bin raus. Ciao. Mit V.